Sarah Wagenknecht steht einmal mehr in der Kritik. Das Manifest des Friedens und ihre Demonstrationen in Berlin von mehreren tausend Menschen werden in Videos und Talkshows und auch in ihrer eigenen Partei kontrovers diskutiert. Manche finden es aber auch gut, wie zum Beispiel der Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke, der ja Vorsitzender der AfD in Thüringen ist, welcher vom Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz in der Vergangenheit als erwiesen extremistisches Beobachtungsprojekt eingestuft wurde. Jedenfalls machte Höcke Sarah Wagenknecht das Angebot, in die AfD zu kommen. Wie die AfD Wagenknecht sieht, warum das Manifest des Friedens in der Kritik steht und was die beiden Parteivorsitzenden der Linken zu Wagenknecht sagen, darum geht es jetzt. Und damit willkommen zurück. Und wenn ihr eure Steuererklärung für 2022 frühzeitig machen möchtet, dann am besten noch jetzt schon mit der App Steuerbot. Denn das größte Problem an der Steuererklärung ist, wie wir alle wissen, ist es einfach nicht einfach. Aber mit dem Steuerbot könnt ihr im Chat wie bei WhatsApp ohne große Vorkenntnisse innerhalb von 20 Minuten schnell und einfach eure Steuererklärung erledigen. Auch als Student kann man das machen und womöglich auch Geld zurückbekommen. Ich finde, das vergisst man im Studium gerne mal. Im Durchschnitt zahlt das Finanzamt nämlich 1072 Euro zurück. Kann natürlich variieren, aber gemacht werden muss es so oder so. Komplett papierlos, digital und günstig und mit meinem Promocode MarvinSteuerbot erhaltet ihr 10 Euro Rabatt. Die linken Politikerin Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer, die in den vergangenen Jahrzehnten sowohl als ja bekannte Frauenrechterin bekannt geworden ist, gleichzeitig aber auch immer mal wieder mit ja kritischen Aussagen in der Presse war, vor allem gegen Transgender-Menschen, haben sich zusammengetan. Und beide rufen in ihrem Text dazu auf, in ihrem selbsternannten Manifest für Frieden auf change.org, das eben zu unterschreiben. Und zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos sind es ungefähr 700.000 Unterzeichner. Übrigens, es gibt natürlich einen Grund, warum so viele Petitionen auf Plattformen wie change.org eingestellt werden und warum auch so viele Leute genau dort unterschreiben. Also diese Anzahl von mehreren hunderttausend Unterzeichnern ist natürlich auch irgendwann mit Vorsicht zu genießen, beziehungsweise eher ihre Aussagekraft muss man mit Vorsicht genießen. Denn, Zitat, bei vielen Plattformen reicht eine gültige E-Mail-Adresse, schon kann unterschrieben werden, auch unter einem falschen Namen. Die Daten werden bei den meisten Online-Petitionsplattformen nicht überprüft, auf der E-Petitionsseite des Deutschen Bundestages hingegen schon. Dort muss man sich mit der Meldeadresse registrieren. Das Spannende an der Option ist übrigens, dass der Petitionsausschuss im Bundestag sich womöglich auch dann mit dieser jeweiligen Petition beschäftigen kann. Und klar ist auch, hier sind die Unterschriftenzahlen deutlich niedriger als wie bei Plattformen wie im change.org, aber zumindest kann das mal parlamentarische Prozesse in Gang setzen. Das mal so als kleiner Nebenaspekt zu change.org. Wenn ihr euch übrigens intensiver mit Petitionsplattformen beschäftigen möchtet, schaut doch mal die Infobox, da habe ich euch einen spannenden Faktencheck-Artikel zum Thema verlinkt. So, aber Wagenknecht und Schwarzer jedenfalls rufen in ihrer Petition dazu auf, keine Waffen mehr zu liefern und auf Verhandlungen zu setzen. Für die beiden und natürlich auch die Unterzeichner, zu welchen beispielsweise auch AfD-Co-Chef Tino Kropala oder Martin Sonneborn zählen, bedeuten Verhandlungen mit Putin, Zitat, nicht kapitulieren. Verhandeln heißt, Kompromisse zu machen auf beiden Seiten mit dem Ziel, weitere Hunderttausende Tote und Schlimmeres zu verhindern. Das meinen auch wir, meint auch die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Es ist Zeit, uns zuzuhören. Ich möchte jetzt von euch wissen, ob ihr mit der aktuellen Arbeit der Bundesregierung gerade in Bezug auf die Ukraine zufrieden seid. Ja, nein, wisst ihr es vielleicht doch gar nicht, ist auch eine schwierige Frage, aber falls ihr eine Antwort dazu habt, packt sie gerne unten in die Kommentare. Wo genau die beiden übrigens die letzte Behauptung herhaben, erschließt sich mir aus meinen Recherchen nicht ganz. Denn ja, es gibt Umfragen von Survey oder YouGov, die auch von Zeitungen wie dem Spiegel oder der Wirtschaftswoche geteilt werden und die, naja, nahelegen, dass eine Mehrheit sich wünscht, dass die Regierung stärker für Gespräche zwischen Moskau und Kiew sich einsetzt. Aber das grundsätzliche Problem mit diesen Umfragen, speziell auch bei YouGov, kann sein, dass diese online durchgeführt werden, jeder daran teilnehmen kann und unter Umständen eine Repräsentativität nicht zwingend gegeben sein kann. Auf der anderen Seite hingegen gibt es aber auch Meinungsforschungsinstitute, die weniger schnell sind, aber auch mehr auf Repräsentativität achten können dadurch. Und gerade was Waffenlieferungen betrifft, sieht da das Bild ganz anders aus in Deutschland und zwar auch mehrheitlich, als was Wagenknecht und Schwarzer zumindest mal suggerieren. Hier, Infratest DIMAP, ZDF Politbarometer. 32% sagen, es solle verstärkt werden, also Waffenlieferung oder militärische Unterstützung und 40% sagen, es soll beibehalten werden. 23% sagen, es soll weniger militärische Unterstützung geben. Und der Vorwurf, dass es zu wenig oder keinen Verhandlungen bzw. zu keinen Gesprächen kommt zwischen Putin und beispielsweise Deutschland oder dem Westen, der NATO,
wurde beispielsweise vom grünen Außenpolitiker Anton Hofreiter zurückgewiesen. Macron, Scholz und auch in Teilen die US-Amerikaner würden Kontakt haben. Aber auch aus den eigenen Parteireihen der Linken gibt's Kritik. Die beiden Vorsitzenden der Partei waren zum Beispiel nicht vor Ort und riefen auch nicht zur Demo auf. Der Landesvorsitzende der Linken in Berlin warf Wagenknecht außerdem, Zitat, mangelnde Solidarität mit der Ukraine vor und die Verharmlosung des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Auch die Täter-Opfer-Umkehr wirft er ihr vor. Vorgeworfen wurde außerdem, dass Wagenknecht und auch Schwarzer sich nicht ausreichend genug von Extremisten abgegrenzt hätten, die wohl auch bei der Demo waren. Und die Spaltung innerhalb der Linken geht immer weiter, denn Parteivize Katina Schubert meinte, dass diese Demonstration nichts mit linker Politik oder linker Friedenspolitik zu tun habe. Während die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Amira Mohamed Ali, die Demo als ein wichtiges Zeichen sieht. Inzwischen gibt es übrigens auch einen Gegenaufruf zu Schwarzer und Wagenknecht von den Jungliberalen und der Jungen Union, das Manifest für Freiheit in Europa. Naja, und in diesem Topf aus Meinungen kommt nun auch Björn Höcke vor, der AfD, der während einer Rede Sarah Wagenknecht nicht nur lobt, sondern ihr sogar einen Wechsel in die AfD vorschlägt. Wagenknecht hätte die, Zitat, richtige Position und dass er glücklich über den Aufruf zur Demo in Berlin sei, sagte er auch. Außerdem meinte er zu Wagenknecht, Zitat, sie werden mit dieser Partei, also Die Linke, niemals ihre Vorstellungen von Friedenspolitik durchsetzen. Deshalb, liebe Frau Wagenknecht, schlage ich Ihnen einen zweiten Schritt vor, ich bitte Sie, kommen Sie zu uns. Übrigens, dass die AfD Sarah Wagenknecht als Konkurrenz um Wählerstimmen ansieht, ist gar nicht mal so eine große Überraschung. Ende 2022 sagte nämlich die Co-Vorsitzende der AfD, Alice Weidel, dass Wagenknecht der AfD durchaus Konkurrenz machen könnte um Wählerstimmen, wenn sie denn eine eigene Partei gründen würde. Aber ich habe ja auch schon mit den beiden Vorsitzenden der Linken über Wagenknecht gesprochen in meinen Interviews und das hier waren deren Meinungen. Tut Sarah Wagenknecht eigentlich der Partei Die Linke gut? Es gibt bestimmte Diskussionen, die auch durchaus von ihr in der Öffentlichkeit mit befeuert worden sind, zum Beispiel die um eine Neugründung. Und da muss man natürlich sagen, das tut der Partei an dieser Stelle überhaupt nicht gut. Ansonsten vertritt Sarah Wagenknecht natürlich dezidiert sehr zugespitzte Positionen, über die man streiten kann, über die ich auch gern mit ihr diskutiere an der einen oder anderen Stelle. Für mich ist klar die Grenze, wenn jemand davon redet, vielleicht ein eigenes Projekt machen zu wollen. Richtet Sarah Wagenknecht nicht möglicherweise mehr Schaden an, als dass ihre Parteimitgliedschaft einen Nutzen hat? Und wie kann man es gerechtfertigen, Sarah Wagenknecht salonfähig zu halten, nur um Fraktionsvorteile zu genießen? Das finde ich auch eine interessante Frage, weil die genau die unterschiedliche und anders, also komplett andere Wahrnehmung ist dessen, was gerade gefragt wurde. Und das ist, glaube ich, tatsächlich so, dass wir im Moment als Partei polarisieren, auch in die ein oder andere Richtung, in der Außenwahrnehmung in der ein oder anderen Richtung anschlussfähig sind. Und das geht halt darum, tatsächlich diesen Zustand wieder zu überwinden und eine Gemeinsamkeit herzustellen in der Ansprache, in die Bevölkerung, um das Vertrauen wieder zu gewinnen, was wir in Teilen verloren haben. Die Haltung von Frau Wagenknecht, aber auch von anderen in der Bundestagsfraktion und in der Linken, ist ja tatsächlich eine komplett andere, was Russland betrifft und was die Energieversorgung betrifft. Wie kann man aber einer Frau Wagenknecht dann doch erlauben, diese Haltung, diese Position, obwohl sie komplett gegen die der Linken spricht, eine Rede zu halten? Also warum wird ihr sozusagen die Redezeit erlaubt, trotzdem? Obwohl sie eigentlich genau wissen, dass sie nicht ihrer Haltung entspricht. Hat jeder mal, dass man mal eine andere Position hat als die eigene Partei oder als die eigene Fraktion. Das ist ja auch völlig legitim. Ja. Die kann man auch haben, aber das ist dann halt ein Punkt, wo man auch von selber sagen sollte, an der Stelle will ich lieber nicht für die Fraktion im Bundestag reden, weil ich eine andere Position vertrete. Und wenn man eben 5 Minuten Redezeit hat, indem man die Fraktionsposition klar macht, dann sollte das natürlich die Position sein, die mehrheitlich beschlossen ist, weil sonst kann man sich natürlich solche Prozesse auch sparen. Aber wir müssen auch immer wieder deutlich machen, dass wir es hier mit einem verbrecherischen Angriffskrieg zu tun haben, dass wir Bilder haben von aller Voraussicht nach, also von Kriegsverbrechen offensichtlich, ja, die aufgeklärt werden müssen und wo unsere Solidarität liegt und wo eben auch und wen wir dafür kritisieren. So, und hier geht es jetzt übrigens weiter mit einem, wie ich finde, überraschend offenen Andreas Scheuer im Interview, den ich nämlich mal eure kritischen Fragen gestellt habe, zu einem etwas anderen Thema, nämlich der PKW-Maut. Also, danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.